brauchen natürlich noch ein Bad. Wir sollen ja nicht vorzeitig sterben, weil ihnen alles peinlich ist. Eine Toilette. Eine Dusche. Und wie immer, das Waschbecken kommt draußen hin. Gibt es eins, was unkaputtbar ist? Na egal. Wir geben denen jetzt mal noch eine Tür. Irgendeine. Okay. Und wenn er da Leute schon einlädt, beziehungsweise einsperrt, dann braucht er auf jeden Fall eine kleine Beschäftigung für die beiden. Also wahrscheinlich ein Fernseher. Oder was, nee, was billiger ist und du keinen Strom brauchst, ist Bücherregal. Wir brauchen noch die Möglichkeit, was zu essen. So, Essen, Spaß, Toilette, Dusche. Wir können ja auch noch einen Spiegel verpassen. Ach, eine Lampe, ne? Ganz im Dunkeln ist jetzt auch ein bisschen doof. Und da kann er dann, glaube ich, drei Menschen ohne, also ohne schlechtes Gewissen kann man ja nicht sagen, aber da kann er schon drei Menschen einsperren, ohne dass sie sich da gegenseitig so doll auf die Füße treten. So, na machen wir es mal doch weiß, ne? Andererseits. So, geht auch. Drei Menschen, die können dann hier lesen und machen und tun. Raum ist denn noch beschäftigen. Man kann. Lasst mich mal nachdenken. Pflanzen nicht. Was macht den Sims denn noch Spaß? Was haben wir draußen? Ein Wassergenerator. Okay. Ein Sofa.
Komfort 2. Ja, klingt doch schon mal gut. Können Sie hier sitzen und lesen. Was gibt es denn noch an Kleinigkeiten? Wir haben doch so viele Sachen. Ist fast auch wieder Strom. Wenn das Radio nicht immer kaputt wäre, wäre das eine Alternative. So. Was haben wir denn hier? Stromverbrauch 3, ne? Das braucht gar keinen Strom. Ich stelle hier einfach Tischfußball rein. Dann wären sie bestimmt schon glücklich. Süßigkeiten. Nee. Gartenfähigkeit. Was zum Trinken? Was zum Malen? Eine Gitarre wäre möglich. Ein Boxsack, aber dann werden die ja immer fitter, das geht ja auch nicht. Wir haben echt wenig, womit die sich beschäftigen können, ne? Was macht Spaß und kostet kein Geld? Das Aquarium vielleicht, aber es braucht Wasser und Strom. Die Dinger sind zu groß. Und die hier auch. Was jetzt Spaß 7? Da müssen wir noch ein bisschen rücken. Ist zu wenig Platz. Ja, ich weiß. Ach Mann. Können wir das? Wollen wir das? Möchten wir das überhaupt? So ging es nur. Okay. Wir haben Licht. Wir haben das. Wir brauchen noch einen Mülleimer, sonst vermüllen die uns hier alles.
Lager. Die Vampirecke hin. Eigentlich cool, oder? So, hier wäre noch Liegestühle, cool. Ich weiß jetzt aber nicht, wo man die Dinger findet. Vielleicht hier? Bei den Gartenmöbeln? Oh ja. Sehr cool. Oh, so ein richtiges Schildecker. Hätte ich auch gerne. Hier kann man richtig gut schwimmen. Und der Vampir hat hier seine Opfer, die er austrinken kann. Ein paar Möbel zum Chillen. Mir fällt gerade nicht mehr so viel ein. Eigentlich müsste ich voller Ideen sein und sprühen und das Leben müsste nur so aus mir kochen, aber bin gerade ein bisschen unkreativ. Sieht merkwürdig aus, oder? Ja, ich schon. Na gut. Ich glaube, das war es doch erstmal. Die Aufnahme ist echt lang geworden. Ich habe keine Ahnung, ob euch das gefällt. Aber ich finde es gar nicht so verkehrt. So, sind auch noch ein paar Lampen hier oben. Hier oben so eher so ein Durchschnittszimmer, wo man ein bisschen schlafen kann, ein bisschen essen und ausruhen. Und unten sind dann die richtig guten Sachen. Das Einzige, was ich hier noch austauschen muss, ist mal der Kühlschrank. Und auch der Herd ist furchtbar. Klar, am Anfang stehen die billigsten Sachen drin. Aber das muss man ja nicht behalten, ne? So. Zweimal in Schwarz, denke ich, das geht. Super. Und das Brandschutzding ist hier auch drin. Sehr schön. Okay, hier ist eine große freie Fläche. Keine Ahnung, wofür man die nehmen kann. Aber ich weiß, wofür wir die ursprünglich nehmen wollten. Ich habe wohl aus Versehen das Spiel verkauft, ne? Beide. Okay, du kommst dahin und du warst hier. Dann brauchen wir noch Stühle. Wir hatten die hier mit einem Blau. Okay. Können hier oben so ein bisschen spielen und unten geht es dann richtig zur Sache. Ja, ich finde die Wohnung ganz okay. Die soll ja hier oben auch nicht so viel hermachen.
Nur für die Katzen ist es wichtig, dass die sich hier wohlfühlen. Deswegen schaue ich mal sicherheitshalber nochmal, doch nochmal nach einem Futternapf. Dann stelle ich nämlich einfach, da vorne steht einer, hier gegenüber noch einen hin. Okay, na dann, vielen Dank fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal. Ich speichere jetzt nur noch und beende dann mal die Folge. Bis dahin. Ciao.